Das Schicksal meinte es nicht immer gut mit der Familie von Mark Keller. Der Schauspieler, der gerade bei Let's Dance tanzt, ist verheiratet und hat außerdem eine Freundin. Aus einem rührenden Grund. Bei Let's Dance quatscht der Bergdoktor Star beinahe unentwegt. Steht er für das Juryurteil vor dem Trio, hat der Kandidat den größten Redeanteil. Über sein Privatleben schweigt Mark Keller hingegen lieber. Der Schauspieler hat eine Frau und eine Freundin gleichzeitig, aus einem rührenden Grund. Let's Dance 2024. Mark Keller über seine Freundin Anna. Schon seit einigen Jahren ist er mit Lebensgefährtin Anna zusammen, verbringt viel Zeit mit ihr in Köln. In der Öffentlichkeit sieht man das Paar aber so gut wie nie. Im Februar 2021 machte Keller eine seltene Ausnahme seiner Zurückhaltung, sagte gegenüber Bunte, ich bin schon mehrere Jahre mit meiner Lebensgefährtin Anna zusammen und sehr glücklich mit ihr. Sie ist eine tolle Frau mit einem großen Herzen. Ich bin sehr dankbar, dass sie es schon so lange mit mir aushält, denn ich bin ja ständig unterwegs. Sie unterstützt mich sehr. Unterstützung ist das große Wort im Leben von Mark Keller und seiner Familie. Denn die hält zusammen, was auch immer passiert. Keller ist nämlich trotz neuer Liebe noch immer mit Frau Thülin verheiratet. Denn diese leidet, so schrieb Keller es in seinem Buch, über Glück, an einer unheilbaren Nervenkrankheit. Keller im Bunte Interview außerdem, Thülin ist seit Jahren ein Pflegefall. Sie hat seit 20 Jahren eine schwere, chronische Krankheit. Vor allem die gemeinsamen Söhne kümmern sich um die Mama, aber auch der Schauspieler selbst ist mit voller Unterstützung an ihrer Seite. Eine Scheidung kommt nicht in Frage. Auf Instagram zeigte Joshua Keller zum Geburtstag seiner Mutter im Januar 2021 ein Foto von ihr mit rührenden Worten. Das Posting siehst du hier. Die Kellers halten zusammen, trotz aller Schwierigkeiten. Auch Mark Kellers Kindheit spielt dabei eine Rolle. Meine Jungs und ich sind auch deswegen so ein eingeschweißtes Team, weil sie mich schon zu Schulzeiten oft begleitet haben, als Thülin krank wurde. Meine eigene Mutter starb, als ich 6 Monate alt war. Ich bin bei meiner Oma aufgewachsen. Mein Vater hat sehr hart gearbeitet und hatte kaum Zeit. Das wollte ich anders machen, so der Schauspieler. Mit seinen Söhnen Joshua, 28, und Aaron, 31, ist er inzwischen auch ein Influencer-Team. Als Los Keleros hat das Trio mehr als 45.000 FollowerInnen und Follower auf TikTok.